Unfassbar, was gestern bei den Oscars alles passiert ist. John Cena war nackt. Die Schauspiellegende Al Pacino machte einen Fehler bei der Ankündigung. Mit seinen 83 Jahren wurde er mit der wichtigsten Ankündigung beauftragt. Bester Film. Er öffnet den Umschlag und liest nicht mal die Nominierten vor. Ganz entspannt und ohne richtiges Timing sagt er, oh, ich lese hier Oppenheimer. Der Film Oppenheimer räumte sage und schreibe 7 Oscars ab. Den Oscar als besten Film, beste Regie sowie bester Hauptdarsteller mit Cillian Murphy. Dann bekam Robert Downey Jr. noch einen als besten Nebendarsteller sowie beste Kamera und beste Filmmusik. Der Moderator Jimmy Kimmel erlaubt sich wirklich sehr grenzwertige Sprüche. Er sagt zum Beispiel, dass Robert Downey Jr. auf dem highest point of his life ist. Und dann sagt er vielleicht nur auf einem der höchsten Punkte. Damit spielt er auf seine schlimme Vergangenheit mit dem extremen Konsum von illegalen Substanzen an. Wohlwissend, dass der Schauspieler sogar fast daran gestorben ist. Spider-Man Across the Spider-Verse wurde angeblich gerobbt. Der Junge und der Reihe, ein japanischer Zeichentrickfilm, soll bester animierter Spielfilm gewonnen haben. Viele, die beide Filme gesehen haben, sagen, dass er es verdient haben.